Leute, ich muss euch was beichten. Ja, doch, wir müssen streichen werden. Ich muss euch was beichten. Ich bin ein Raucher. Noch. Also, keine Ahnung, noch. Kaum. Aber das ist mir auf die Zigarette runtergefallen. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt. Es ist eine Sucht. Aber ich will es nicht gut reden. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, reduziere ich es schon extrem. Muss ich sagen. Also, ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das auf YouTube legitim ist, wenn man raucht. Bin ich nicht eine Künstlerperson? Darf ich das? Weiß ich nicht. Ich werde sehen, ob sie das Video löschen oder nicht. Ja, ich will auf jeden Fall aufhören. Vielleicht wäre das jetzt sogar der perfekte Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Es ist übrigens heute zum Mittwoch. Mittwoch? Ja, meine erste Zigarette. Schmeckt auch nicht wirklich. Es ist irgendwie. Weiß ich nicht. Wusstet ihr eigentlich, dass wenn jemand telefoniert, könnt ihr denen irgendwelche Gegenstände in die Hand drücken und die greifen zu und haben, wollen das haben oder wollen das halten, nehmen? Das ist auch so ein unnützer Fakt. Aber es ist interessant, wie unser Gehirn arbeitet, weil wir so konzentriert sind beim Telefonieren oder halt nicht, dass wir, wenn ich jetzt jemanden, der telefoniert, das Buch in die Hand drücken würde, würde er das einfach nehmen. Wäre erstmal komplett perplex, weil dann realisiert, okay, was habe ich überhaupt in der Hand? Aber. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren, das ist nochmal was Witziges. Ich glaube, den Pullover, den ich vorhin angezogen habe, weil es so frisch war, kann ich nachher ausziehen, weil das ist einfach gefühlt strahlend blauer Himmel. Vereinzelt sind Wolken, ein bisschen windig, aber es ist jetzt nicht unangenehm. Ist schon gut, dass ich mir vorhin eingecremt habe mit Sonnencreme. Der Wachhund ist weg. Er kommt schon doch wieder, der kennt das ja. Habt ihr mal geraucht oder raucht ihr? Habt ihr vor aufzuhören? Was sind eure Ideen und Pläne dabei? Ich weiß, dass man die Routinen ändern muss oder sollte. Also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man hat jeden Morgen früh einen Kaffee getrunken, ist auf den Balkon gegangen und hat eine Zigarette geraucht, sollte man was anderes machen. Oder, naja, was anderes nicht, aber seine Routine ändern. Also anstatt irgendwie. Ach, geh weg, Fliege. Anstatt früh einen Kaffee zu trinken, auf den Balkon zu gehen und was anderes, keine Ahnung. Yoga. Werde ich auch noch versuchen dieses Jahr. Übrigens mal so ein paar nice Fakten am Rande. Mittlerweile bin ich 645 Kilometer gefahren. Ich verbrenne im Schnitt zwischen 4000 und 5000 Kalorien pro Tag mit dem Fahrradfahren. Mein Durchschnitt im Schlafen laut meiner Uhr sind 6,5 Stunden. Das ist ein bisschen wenig,
Aber ich bin trotzdem, wie ich heute Morgen gesagt habe, ich bin müde, aber trotzdem wach. Das ist ein ganz komischer Zustand. Also würde ich sagen, ich hatte nicht gern. Okay, ich bin müde. Vielleicht werde ich heute mal eine halbe Stunde Mittagsschlaf irgendwo machen. So ein Powernap. Und mir fällt gerade ein, ich habe heute noch nichts getrunken. Das ist nicht gut. Vor allem, weil man auch über Nacht fast 2 Liter Wasser verliert. Nur durch Schlafen. Also wenn du schlafen gehst, dann verlierst du ca. 2 Liter Feuchtigkeit oder Flüssigkeit über die Haut. Das ist krass, 2 Liter. Hammerhart. Im Schnitt trinke ich ungefähr 5 Liter am Tag. Ich habe die 2, ich glaube, 0,5 Liter oder 700 Milliliter Flaschen und eine 1 Liter Flasche. Und ja, die fülle ich so gut wie immer auf. Also wenn eine Flasche leer ist und ich irgendwo anhalte oder irgendwo was sehe, wo ich es auffüllen kann, mache ich es gleich. Ich weiß ja nicht, wann die nächste Station kommt, da bin ich lieber auf Nummer sicher. Die längste Durststrecke hatte ich auf meiner Radtour nach Sylt. Da war ich auch oben im Norden und es war dann auch so zur Mittagszeit. Und dann bin ich gefahren und nichts mehr zu trinken gehabt. Es war wirklich brechend warm. Es war, weiß nicht, schon 3 Jahre her, glaube ich. Im Sommer war das. Gefühlte 40 Grad. Der Planet hat geballert. Ich hatte Sonnenbrand. Das kam noch hinzu. Und dann kam dann auch so dieser Sonnenstich, wo man dann Nackenschmerzen und Kopfschmerzen kriegt und alles. Und da war ein Punkt, wo ich sage, okay, du musst weiter. Das war richtig ekelhaft. Also es war nicht irgendwie so, dass ich hätte sagen können, gut, ich stelle das Zelt auf und setze mich in den Schatten. Nee, ich musste weiter, weil ich hatte so einen Durst. Und dann bin ich noch 4 oder 5 Kilometer gefahren, bis dann ein Dorf kam, wo dann jemand Rasen gemäht hat. Und den habe ich dann gefragt. Und da habe ich dann auch 1 Liter komplett weggetrunken. Ja. Das war bis jetzt so... die schlimmste Erfahrung, aber es war schon krass. Also wenn du nichts zu trinken hast und du merkst, dass du was brauchst, wenn der Körper sagt, oder wenn der Körper dir die Signale gibt, du musst was trinken, dann ist es meistens schon zu spät. Man sollte dann nochmal trinken, auch wenn man keinen Durst hat. Und wenn es nur ein kleiner Schluck ist, ist übrigens auch besser, kleine Schlucke zu trinken, kleine Schlücke zu trinken, anstatt mit einem Mal irgendwie einen halben Liter wegzutrinken. Der Körper kann es eh nicht verarbeiten, den halben Liter. Dann gehst du eine halbe Stunde später gehst du pinkeln. Ich rede schon wieder zu viel die Zigarette aus. Naja, es ist 10:15. Ich denke mal, so langsam werde ich dann auch losmachen. Okay, ich versuche heute mal so 120 oder 30 Kilometer zu machen, vielleicht 140, weil ich weiß, im Bereich Thüringen wird es wieder sehr bergig und dann werde ich wieder mit 5 oder 7 km/h einen Berg hochfahren, vielleicht sogar weniger, je nachdem wie steil der ist. Da versuche ich jetzt noch ein paar Meter zu machen, damit ich ein paar Kilometer zu machen, damit ich, wenn dann das hügelige Gelände kommt oder das bergige Gelände, dass ich da dann besser hochkomme oder beziehungsweise mir mehr Zeit lassen kann. Ich will nicht so wie die Rennradfahrer, will ich nicht ballern, um Strecke zu machen. Ich will schon vorankommen, will viel sehen und viele Leute kennenlernen, aber ich habe jetzt keine Lust, irgendwie 200 Kilometer am einen Tag zu ballern, nur um zu sagen, ja, geil, habe ich geschafft. Das soll trotzdem für mich schon, es ist ja was Hobbymäßiges, soll mich ja runterholen, entspannen. Übrigens, ich brauche eine andere Brille oder so ein Gummi, was du hinten an die Bügel machen kannst, was dir hinter deinen Kopf lang geht, weil die rutscht immer runter, weil ich eine schiefe Nase habe. Habe ich euch eigentlich viel Natur gezeigt? Weiß gar nicht. Weil das ist ja der Hauptgrund, warum ich das mache, damit ihr mal seht, wo ich lang fahre, was ich alles Schönes und Tolles sehe, erlebe. Ich glaube, bis jetzt habe ich euch nur
mich selber gezeigt und wie ich mich fühle oder was ich denke, was ich mache. Keine Ahnung. Oh, ich kann ja eine Stunde schlafen. Ich habe gerade richtig Bock auf ein Eis. Schönes Erdbeereis. Und Mango. Mango wäre auch geil. Ist krass, was man alles vermisst, wenn man unterwegs ist und ich sag mal, sich reduziert. Ich hätte jetzt auch einfach Bock, irgendwie einen Laptop aufzustellen hier und einfach mal 3 Stunden lang irgendwelche YouTube-Videos zu schauen. Aber wofür? Ich sage immer, man gewinnt im Leben immer. Das Einzige, was du verlierst, ist Zeit. Und das nicht mal negativ gemeint. Jede Erfahrung, die du machst, ist ein reiner Gewinn, egal ob es eine gute oder eine schlechte Erfahrung ist. Du lernst ja davon. Und kannst es mitnehmen fürs nächste Mal. Zum Beispiel weiß ich, dass ich auf meiner nächsten Tour definitiv 100%ig Regenklamotten brauche. Also das ist unerlässlich so. Weil trocken sein ist schon toll. Deswegen war es so genial, wo ich vorgestern gutes Wetter hatte und konnte meine ganzen Klamotten und mein Zelt und alles trocknen. Das war schon schön. Oh, ich muss den Pullover ausziehen, es wird eindeutig zu warm. Übrigens, mal Werbung. Allright ist in Erfurt eine Fahrradreparaturwerkstatt. Und da bringe ich immer mein Fahrrad hin, also beziehungsweise immer. Viel kann man ein Fahrrad nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen kann, der dort arbeitet, oder die beiden, die dort arbeiten, die haben gemeint, ey, das Fahrrad ist rum. Es ist halt komplett rum. Die Federung ist im Arsch, die Schaltung und alles sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ein neues Fahrrad mir kaufen möchte. Aber kein Gravelbike, es soll ein Reiserad werden mit Stahlrahmen und vermutlich mit Felgenbremse oder mit einer mechanischen Scheibenbremse, wo ich dann auch selber die reparieren kann. Wenn du so eine hydraulische hast mit Mineralöl oder sowas, ist halt ungünstig, wenn das kaputt geht, wo willst du Mineralöl herkriegen? Hier in Deutschland mag es vielleicht noch einfach sein, aber ich denke dann auch schon 5 Schritte weiter, wenn ich irgendwie in Ländern unterwegs bin, wo das nicht so einfach ist. Und vor allem mit schmalerer Bereifung, damit ich auch auf Straße oder auf Schotter einen geringeren Rollwiderstand habe und natürlich dementsprechend Energie spare. Und wahrscheinlich auch mit Klickpedalen. Da muss ich auch mal gucken, ob es da so ein System gibt, wo du die eine Seite hast für Klickpedale und die andere Seite du deine Füße normal draufstellen kannst, um auch mal ein bisschen die Position meiner Füße zu ändern. Weil das brauchst du bei so langen Touren. Ja. Und einen anderen Sattel. Der ist zu weich. Der ist eindeutig zu weich. Ich merke es auf meinen Gesäßknochen, dass dort die Nerven eingeklemmt werden und das ist dann halt so ein stechender Schmerz. Es ist unangenehm, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, gut, ich kann überhaupt nicht mehr fahren. Ich kann ja auch auf der Bank sitzen, ohne dass es wehtut, aber ich glaube, wenn ich auf den Sattel wieder drauf gehe, ist es schon nochmal so. Au!
Es wäre geil, wenn mal irgendjemand sagen würde, ja, das, was du machst, da würde ich gerne mal dabei sein. Hast nicht mal Bock, zu zweit eine Fahrradtour zu machen. Weil ich denke, wenn man eine zweite Person dabei ist, dann pusht man sich selber auch nochmal. Und es ist dann schön, irgendwo anzukommen und gemeinsam diesen Moment zu genießen. Also sozusagen die Erfahrung zu teilen. Also jetzt nicht so über Video, sondern halt live so. Und man sagt, hey, ja, geil hier. Wenn wir übernachtet, weißt du noch da und da, wo wir waren. Bis jetzt habe ich leider noch niemanden richtig gefunden oder es hat sich noch nichts ergeben. Also ist eigentlich schade. Aber ich glaube, die Zukunft wird es da schon mit sich bringen. Vielleicht wie so ein paar andere YouTuber oder Instagrammer, die dann so Community Rides machen und sagen, jo, lasst mal irgendwie zu 10, zu 20 mal so eine 100 Kilometer Strecke machen. Ich habe gerade ein richtig schlechtes Gewissen, mit euch zu reden und nebenbei zu rauchen. Das fühlt sich irgendwie richtig beschissen an. Und trotzdem mache ich es. Ist das nicht Dummheit dann? Das ist eigentlich schon Dummheit, ne? Wenn man was macht, was einem nicht gut tut, und es trotzdem macht, dann ist es Dummheit. Ja. Ich soll hier mal laufen, ey. Ich hab keinen Bock mehr zu labern. Ich hab mir überlegt, dass ich mir einen Sticker mache. Meine Idee ist so einfach gehalten, dass man es auch möglicherweise mal nachmalen kann, nachzeichnen kann. So im Fahrrad, im Vordergrund, so im ähnlich so wie im Comic-Stil, also im Endeffekt einfach nur schwarze Linien, ne? Und im Hintergrund die Welt. Das heißt ja Bike Across Borders. Fahrrad über Grenzen. Wenn man es Wort für Wort übersetzt. Vielleicht hätte ich neben so einem Bicycle Across Borders aus. Klingt irgendwie zu lang und zu komisch. Ich denke mal, ich werde den Kanalnamen so lassen. Ich hatte mir noch überlegt, dadurch, dass ich ADHS habe, einfach den Kanal zu nennen, auf Englisch ADHD on Tour oder something else, also irgendwas anderes, also ADHS auf Tour. Und noch eine andere coole Idee wäre, so einen Podcast zu machen, wenn du irgendwelche Leute triffst und sagst, jo, hast du Bock, mal so ein bisschen zu quatschen und ist es okay für dich, wenn wir das aufnehmen und so einen Podcast machen und einfach so ein bisschen auszutauschen. Aber ich glaube, viele sind da ein bisschen verhalten, ne? Weil dann meistens im Gespräch so private Sachen rauskommen. Und das natürlich dann auch für die Person im öffentlichen Sinne möglicherweise negative Folgen haben kann. Es kann auch positive Folgen haben, ja. Aber man denkt natürlich, also ich nicht unbedingt, aber die meisten denken dann meistens eher an das Negative, was dann kommt. Keine Ahnung, mal gucken, ob das funktioniert, ob das klappt. Ich habe wahrscheinlich schon abgeschalten und denkt euch, ey, da labert eine Grütze zusammen. Ich würde gerne mal wissen, was ihr so denkt, wenn ihr das alles seht. Was ich hier so zusammentrage an Wörtern. Oh, das war ich nicht. Das war die Bank.
wo ich am Sonntag Dom Witting gesehen habe, war ich so, so happy, dass ich fast geweint hätte. Ich hatte so richtig so Freudentränen fast gehabt. Das war unglaublich geil. Das war einfach nur ein geiles Erlebnis. Ich freue mich auch schon, wenn er hoffentlich das Video, das YouTube-Video von der Tour hochlädt und ich mich selber auf YouTube sehe. Hey, ich bin berühmt. Nein, bin ich nicht. Will ich auch gar nicht sein. Doch schon ein bisschen, aber nicht so wie die ganzen Schauspieler oder sowas. Ja, so im berühmt vom Sinne, oh, hier geil, du bist doch der Typ, der die Fahrradtouren macht und... Oh. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das eine, was ich gerade noch mache, nebenbei euch sage oder nicht. Weil das halt auch einen riesen Impact haben kann auf die Gesellschaft, glaube ich. Ich habe ja meine Tour gestartet mit 40 Euro. Und in Deutschland habe ich in Vetra, hatte ich mir noch was zu essen geholt. Also in den Supermarkt, in so einen Edeka, in so einen Nahkauf. Und dann kam mir wieder so die Idee, was mir schon mal passiert ist, aus Versehen, dass ich ohne Geld gefahren bin. Das war meine Tour nach Sylt. Da bin ich auch kurz vor außerhalb Thüringen, das war auch im Kyffhäuserkreis war das. Da hatte ich dann eine Bratwurst gegessen und hatte aber nur meine EC-Karten dabei und keinen Cash. Das hatte ich zu Hause vergessen. Und da habe ich dann mit der Verkäuferin gesprochen und die hat gesagt, ja, pass auf, ist in Ordnung, eine Bratwurst hier passt. Und da kam mir die Idee, dass ich dann sage, okay, ich versuche es einfach mal ohne Geld nach Sylt zu fahren. Und es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Ich habe also unglaublich coole Leute getroffen. Ich habe am Nordsee-Ostsee-Kanal zum Beispiel, das war mir was sehr prägnant ist für mich, habe ich jemanden gefragt, der dort arbeitet als, wie sagt man, als Schleuser, ich weiß nicht, der hat die Schleusen dort bedient. Und sozusagen, der hat das Land, wo er drauf gewohnt hat, das war gepachtet. Und er hat sozusagen günstiger bekommen, musste aber halt dafür die Schleusen bedienen, die da sind. Und der hatte gerade Stroh abgeladen von seinen Anhänger. Und sind dem, wenn ich hin, ich sage, wie sieht's denn aus, darf ich auf dein Grundstück übernachten, weil das ein riesengroßes Wiesengrundstück hatte. Und der meinte dann so, ja, easy, ist kein Problem, hilfst du noch schnell hier mit Stroh abladen. Und dann kannst du dein Zelt aufbauen und kannst dann dort pennen. Und das habe ich natürlich gemacht und das war auch geil, das war cool. Nächsten Morgen war ich dann, das war im Sommer, war ich dann noch baden im Kanal und ich bin dann weitergefahren, habe dann übergesetzt von der einen Seite zur anderen und da war dann gleich ein Dorf und da war dann so ein Konsum, ich weiß nicht mehr den Namen von dem werten Herrn und habe dann dort halt gefragt nach einem Brötchen und nach einem Kaffee und mit der Story halt, dass ich das Geld vergessen hatte und dann versuche ohne Geld nach Sylt zu kommen und das fand er so cool, dass der mir ein Frühstück gemacht hat. Hat mich eingeladen, hat mir ein Frühstück gemacht und hat mit denen dann noch gequatscht. Und der meinte dann auch so, ja, ich war Geschäftsmann und habe auch richtig gut Geld verdient. Also war schon eine gehobene Klasse, kann man sagen. Jetzt nicht so, dass man sagt, ja, er fährt hier einen dicken AMG oder einen Audi S8 oder was weiß ich, sondern eher so gehobene Mittelklasse, würde ich sagen. Und er meinte dann auch so, es kam dann der Punkt, dass ihn das nicht mehr gelockt hat. Das war irgendwie, es hat ihm nichts mehr gegeben. Und hat dann seinen Job gekündigt und hat sich selbstständig gemacht und hat den Konsum aufgemacht. Und das finde ich halt cool. Und das ist, da merkt man auch immer wieder, dass Geld im Endeffekt nur ein Mittel zum Zweck ist. Es ist gar nicht wichtig, wie viel Geld man verdient, sondern was man damit macht. Es ist ja okay, viel Geld zu verdienen, finde ich gar nichts Verwerfliches dran. Ich finde es eher schlecht, wenn man das Geld dann nutzt, um zu konsumieren.
Also sprich, sich 3 Autos zu holen, das neueste Handy, die teuersten Klamotten, das beste Essen und einfach nur lebt wie so ein König, anstatt das Geld in Erfahrungen zu investieren. Also sprich, ich nutze das Geld und hole mir zum Beispiel Ausrüstung, um die Zugspitze zu besteigen. Ich hole mir ein ordentliches Fahrrad, um meine Fahrradtouren zu machen oder um Fallschirmspringen zu lernen oder um vielleicht möglicherweise auch einen Flugzeugschein zu machen oder wie heißt das, wenn man hier im Himmel Paragliding? Ich glaube Paragliding, mit diesem Lenkfallschirm, sowas zu machen. Weil das sind halt Sachen, die dir selber Mehrwert bieten und du aber auch andere für sowas begeistern kannst. Oder halt in Wissen, dass man sagt, okay, ich nutze das Geld, um mir Fähigkeiten anzueignen, die ich so möglicherweise nicht bekomme. Zum Beispiel für einen Sprachkurs oder ganz banal, also nicht banal, aber Töpferkurs oder weiß ich nicht. Sachen, die was Produktives nach hinten raus ergeben. Wo du sagen kannst, okay, oder weiß nicht, zum Beispiel, wie man elektronische Sachen repariert. Du bist irgendwo unterwegs und dann bist du halt wieder bei irgendeinem bestimmten Punkt, wo du bei jemandem übernachten darfst und er kommt dann so an und ja, tut mir leid, aber das und das funktioniert nicht. Du sagst hier, ey, easy, kein Problem, wenn du Werkzeug hast, ich repariere es dir. Und die Dankbarkeit von solchen Menschen, die ist dann unglaublich. Und du hinterlässt halt auch einen Eindruck. Also es ist halt, du hinterlässt eine Situation, die für die Leute so wichtig ist, dass die es ihren Freunden und ihren Familien erzählen und glücklich sind, dass sie so eine Person getroffen haben. Was mir gerade einfällt, back to topic, ja. Also in Vetra hatte ich mir dann das letzte Essen gekauft und dann habe ich einfach nur nichts ausgegeben. Also ich bin seit Freitag habe ich kein Geld ausgegeben. Es ist fast, also eine kleine Notlüge, es ist außer in Amsterdam, wo ich in den Hostel war. Da, wie gesagt, ich war so durchgefroren, mir war so kalt und ich musste einfach oben in einem warmen Bett schlafen. Es hat mir so viel gegeben. Und da bin ich dann in das Hostel und hab dann gefragt, ob ich mit PayPal bezahlen kann. Und dann sagen die so, nee, ist nicht möglich. Und dann dachte ich mir auch so, ach shit, jetzt musst du aber irgendwie, brauchst was Warmes. Ich bin dann raus und wollte dann aufs nächste Hostel gucken. Und dann habe ich ein paar Deutsche getroffen und hab die dann gefragt, jo, wie sieht's denn aus, wenn ich mit PayPal 50 Euro euch überweise, könnt ihr mir die 50 Euro Cash geben? Und die meinte so, ja, kein Problem. Es waren ein paar Jungsche, so, weiß ich, denke mal 20 so in der Dreh. Kein Problem. Dann haben wir das gemacht. Dann habe ich da in diesem Hostel übernachtet. Aber ansonsten, alles, was ihr gesehen habt, was ich gegessen habe, also bis auf Abfetra, das war alles kostenlos. Und das war cool. Gestern gab es eine Lauchsuppe in Frieden. Ne, eine Kartoffelsuppe. Die war so lecker. Und ich werde dann, wenn ich wieder zu Hause bin, ich habe mir von all den Leuten, habe ich mir die Adressen aufgeschrieben und die Namen, wo ich überall diniert habe oder getrunken habe oder übernachtet habe. Und dann werde ich zu Hause ein paar Dankeschön-Pakete fertig machen und werde die dann dorthin senden. Ich finde, das gehört sich einfach so. Das ist meine Art, dann zu zeigen, dass ich sehr dankbar darüber bin und war. Nee, dankbar bin darüber, dass ich dort halt entweder Speise und Trank bekommen habe oder halt Obdach. Und ich werde dann auf jeden Fall für jeden nochmal individuellen Brief schreiben. Ich finde, das ist einfach das, ich will nicht sagen, das hat was mit Anstand zu tun, aber das ist so meine Art und Weise, Dankbarkeit zu zeigen. Weil reden kann man viel, ne? Taten sprechen immer mehr als Worte. Und deswegen, das ist so, das ist ein Muss. Das ist irgendwie eine Verpflichtung,
die ich gewillt bin einzugehen. Ja. Ich muss auch ganz Zeit an diese Videos denken, wo irgendwelche Leute sich Sachen eintauschen. Gab es nochmal diesen ganz berühmten Typ, der irgendwie eine Büroklammer eingetauscht hat gegen Kugelschreiber und Kugelschreiber gegen Buch und Buch dann gegen, keine Ahnung, ein Fahrrad, der ist jetzt mal so grob gesagt, wo sich dann bis zum Schluss, glaube ich, ein Haus ertauscht hatte. Ist eigentlich auch an sich eine coole Art, zu Sachen zu kommen. Ich hoffe, dass das Mikrofon nicht zu leise ist, wenn ich hier quatsche und ich das alles noch verstärken muss. Tschüss. Oh, ist das geil. Das ist einfach nur schön. Ich habe übrigens auch so eine Macke. Immer wenn ich Tiere sehe, mache ich die Tiergeräusche nach. Als wenn ich mit den Tieren reden wollte, aber die meisten reagieren halt einfach nicht, die haben gar keinen Bock auf mich. Tiere sind schon was Schönes. Ich habe Haufen Rehe gesehen. Rehe und Kaninchen. Füchse auch. Und halt nachts oder wo ich die Nachttour gemacht habe, auch viele Fledermäuse. So. Ich glaube, ich habe genug gequatscht für heute. Oh ja, für jetzt. Ich werde jetzt mein Zelt noch auf mein Fahrrad spannen. Mein Pullover noch verstauen. Cheep, 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 cheep. Da ist ein Vogel gelandet. Wenn ich jetzt aufstehe, rennt er bestimmt weg. Rennt vor allen Dingen. Er rennt in der Luft weg. Er putzt gerade seinen Schnabel. Direkt ist er. Ja, mein Zelt. Dann werde ich noch einen kleinen Dankesbrief schreiben. Und dann werde ich diesen wunderschönen Ort verlassen. Hoffentlich nicht für immer. Es ist schön hier. Spargel- und Erdbeerhof. Wenn ihr mal Ferienarbeit haben wollt sozusagen, dann könnt ihr hierher gehen und könnt zur Spargel- und Erdbeerernte unterstützen. Das ist aber eine anstrengende Arbeit. Was ich gestern gelernt habe hier von den Bauern, wenn ihr Erdbeeren habt, es gibt ja einjährige Pflanzen und es gibt ja mehrjährige Pflanzen bei Erdbeeren. Und wenn ihr die mehrjährigen Pflanzen habt und nach der Erdbeerernte die wieder anfangen zu blühen, dann solltet ihr die Blütenstängel solltet ihr abknipsen, weil dann die Pflanze nächstes Jahr mehr Energie hat,
und diese dann in die Erdbeeren steckt. Also sozusagen, ihr kriegt mehr Ertrag. Vielleicht tue ich mir für meinen Balkon eine Erdbeerpflanze. Was übrigens auch eine Nuss ist. Wissen auch einige nicht. Erdbeeren sind Nüsse. Und Nüsse, Walnüsse zählen unter Gemüse. Wusste ich auch nicht. Ach, meine Güte. Jetzt kommt es aber wirklich ganz schön krass. You got a friend in me. You got a friend in me. Das war ein Pferd. Es ist halt einfach so fucking warm. Jetzt muss ich mich Schulter nackig machen. Oh nein. Bitte hier zensieren. Oh, Lego mio. Oh, ich könnte eigentlich auch mal ein bisschen... Vorhin hatten wir es drüber. Ein Bauchnabelfussel. Ich glaube, Kerstin kommt zurück. Ach nee. Die Stelle muss ich jetzt mal zensieren, weil ich weiß nicht, wie die... Ach nee, ist die Post. Wie die hier drauf sind mit Namen.
fertig. Macht's gut. Wir sehen uns im Laufe des Tages.